Ihr wollt wissen, wie ich die Schwarzpulverproduktion mache? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir wollen uns hier um den ganzen Spaß kümmern, dass wir eine kleine, ja, erstmal eine Schwarzpulverproduktion haben. Und dann schauen wir mal weiter. Dafür brauchen wir die 40 Fabrikatoren. Mit denen würden wir anfangen. Ich habe schon mal da oben den Kollegen hingesetzt, dass der uns das Öl bringt, was wir brauchen. Das habe ich hier vorne hingelegt, genauso wie da das Wasser. Da oben irgendwo. Moment. Da in dieser Richtung irgendwo müsste das sein. Habe ich unser Schwefel schon mal hergeholt. Kann man es irgendwo sehen. Wo haben wir den Schwefel? Schwefel? Hallo? Ich hätte schwören können, ich hätte das Schwefel hergeholt. Das müsste nämlich... Gucke ich auf den falschen Berg? Moment. Weil hier habe ich die Kohle liegen. Ich habe doch gerade in die Richtung geguckt, oder? Wo habe ich denn hingeguckt? Da ist das, dann bin ich da hingegangen. Na, ich war zu tief. Okay. Da. Na, schon mal Schwefel. Das liegt, ne, hier vorne an. Dort, das heißt hier zwischen, setzen wir uns jetzt irgendwie... So. Was setzen wir uns da? Auf jeden Fall setzen wir uns da 40 von den Konstruktoren hin. Fabrikatoren, Entschuldigung. Jo, und dann würde ich auch einfach anfangen und sagen, wenn ich 5 Stück setze, setzen wir uns das jetzt mal als Anfangspunkt hier. Müssen wir hier sowieso ein bisschen rumhampeln mit den Strommasten. Gucken jetzt erstmal, wie groß ist so ein Ding. Nehmen wir hier. So, jetzt haben wir schon mal eine 10er-Reihe. Dann packen wir eine 10er-Reihe noch dahinter. So, Produktion. Wir haben Konstruktoren, nicht Fabrikatoren. Fabrikator ist etwa... Ein breit ist gut. Ein Viertel breit. Ein Viertel breit. Und die Länge sah 2 ungefähr. Nicht ganz, aber. Das gefällt mir nicht. Da ziehen wir noch eine 2. Reihe drüber. Und zwar von den Dicken. Dicke kenne ich mich mit aus, bin ich selber. So. Die Frage, setze ich hier 10, hier 10 und da drüber eine Etage nochmal jeweils 10, 10? Das ist eigentlich ganz okay, ne? So, das heißt, wir machen... Zack. Zack. Ich habe nicht genug Beton in der Tasche. Dass mir das mal passiert, hätte ich auch nicht gedacht. In dem ist Beton. Oh, so viel habe ich gar nicht an Platz. Na, egal. Ich habe auch ein bisschen Zeug mitgenommen. So. Ich meine, das wird einiges erklären. Ich bin halt vor der Wand gefahren, ne? So, den müssen wir nachher umsetzen. Dahin und dahin. Da können wir noch ein bisschen Baum wegmachen. Ist doch gut. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich eventuell... Muss man hier den Ventilator ein bisschen runterdrehen. So. Ob ich eventuell nachher den... also per Zug die anderen Materialien für die Produktion reinfahre.
und alles, was ich an produzierten Zeug rausbekomme, wieder rausfahre. Das wäre halt, da wäre halt die Überlegung, weil ich kann ja nicht gleichzeitig laden und entladen mit den Dingern, auf der gegenüberliegenden Seite, da wo ich den Bogen gemacht habe, den nochmal ein Stückchen zu verschieben und dort quasi einen zweiten Bahnhof hinzumachen. Oder vorsichtshalber einmal hier hin und dann darüber. Das wäre noch so eine Idee. Ich glaube, das ist sogar besser, wenn ich den hier an der Seite ansetze und dann da drauf gehen lasse. Dann hätte ich nämlich das Ganze ja, relativ einheitlich. So, wir setzen dich da so an die Kante. Oder setzen wir dich hinten an die Kante. Dann kann ich nämlich dahinter ein Stückchen tiefer die Bänder laufen lassen. Okay, jetzt muss ich runter. Wenn ich dich so setze. Oder so. Nee, wir setzen dich schön an die Kante. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, danke. Das sieht schon mal falsch aus. Achso, hier ist wieder Gestrüpp im Weg. Hallo, Gestrüpp. Wichtige Frage, habe ich Filter dabei? Ich habe Filter dabei. Ich habe keinen Platz im Inventar. Das ist auch doof. Hier komme ich nicht hoch, okay. Legen wir eben, was legen wir denn beiseite? Das legen wir beiseite. So. Alles weg bis auf du. Warum bist du nicht weg? Hättest du normalerweise Mycelium gegeben und ich hätte 3 Sachen rausschmeißen müssen. Whatever. Machen wir so. Okay. Das hätten wir. Dann kommst du nochmal hier hin. Ja, da stehe ich drunter. Ich weiß. Und ich habe vergessen mitzuzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 8. Nee, steht natürlich genau da drunter. Okay. Komm her. Ja, bitte, weg damit. Natürlich habe ich mir das genau ins Gras reingepackt, ne? Gucken wir mal. Wie das aussieht. So, also da kriege ich jetzt auf jeden Fall einen noch hin. 9. Für den fehlen mir die Dinge, okay. Dann holen wir uns das eben. Tauschen wir noch ein bisschen aus. Die habe ich tatsächlich nicht mehr in der Liste, deswegen werden die nicht runtergezählt. So. Dann haben wir das dabei. Okay.
kommst du her? Ja. Dann kann der nämlich hier aus dem Weg. Nein, nicht die einzelne Kabel, sondern der weg. Okay. Den hätten wir. Einmal hier runter. Richtig. So. Dahin. Eine Reihe fehlt. Okay. Das ist muckelig. So, ein zurück noch. Genau. So, da haben wir nämlich die ersten 20 Stück. Hallo? Die ersten 20 Stück stehen. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Jetzt fehlen mir die Dinger. Aber das ist kein Problem, das haben wir hier. Polymer. Mit Update 6 wurde übrigens ein bisschen an den Rezepten rumgefeilt, was Gewebe und ich glaube Kunststoff angeht. Was dafür gesorgt hat, dass mein Kraftwerk nicht mehr so funktioniert, wie es soll. Ich hoffe, das wird jetzt langsam besser. Ah, es ist, fährt langsam wieder hoch. Sehr langsam. Weil auf einmal brauchen die, braucht das Gewebe nicht mehr 80 Polymerharz, so, sondern nur noch 30. Dafür braucht es mehr Wasser. Das war ein bisschen, nennen wir es ungünstig. So, das hätten wir. Jetzt können wir anfangen, die Dinger einzustellen. Das Schöne ist ja, ich habe gelernt, es gibt ein neues Feature. Wir brauchen hier drin, ja. Moment, wo haben wir es? Also das ist ein blödes Rezept, das ist doof. Das hier ist besser, weil das braucht 16 Sekunden für 4 Stück und das braucht 4 Sekunden für 2. Also, ne, ist langsam. So, wenn wir uns das hier nehmen, 15, 15, alles gut, kommen 30 raus. Bei 20 wären 600, heißt, wir bräuchten 2 Leitungen. Das ist doch alles kein Thema. Aber ich habe eine Idee, wie ich das mache. Das ist schön. Jetzt kann ich hier sagen, Einstellung kopieren. Und dann habe ich gehört, ich brauche nur noch Pop-Einstellung eingefügt. Kann das jetzt von hier aus machen. Das gefällt mir. Ne? Das gefällt mir sehr gut. Einstellung kopiert? Nein, ich will Einstellung einfügen. Okay. Weil das ging vorher nicht. Da musste man immer ins Menü rein und damit hat man nichts gewonnen. Das war interessant, wenn man übertaktet hat viel. Dann konnte man das über, einfach übernehmen und alles war gut. Aber so ist natürlich viel, viel schöner. Weil ich gehe davor, drücke einfügen, fertig. So. Jetzt machen wir den Spaß eben hier überall rein. Fertig. So, damit hätten wir das. Jetzt habe ich mir überlegt, das wäre ja eigentlich ganz cool, wenn ich sage, also ich mache erstmal hier noch eine Plattform hin. Dort hätte ich gerne einen Merger noch stehen. Also einen zusätzlichen Förderbandfusionator. So, den möchte ich gerne hier vorne an dieser Kante haben. In diesem Feld. Und in diesem Feld möchte ich auch einen haben. So, und jetzt kann ich die Dinger nämlich schön nur 2 Stück nebeneinander setzen. Machen wir aber von da hinten als erstes. Wir gucken zumindest, wie weit wir... okay, wir können weiter mit der Linie hier kommen.
Und dann fangen wir da hinten an und gehen, ja, arbeiten uns schön in die Richtung vor. Dahin. Dahin. Es hat auch alles seinen Sinn, was ich hier gerade mache. Weil dann kann ich nämlich schön, wenn ich eine zweite Etage hier drüber setze, die genauso aussieht, da hinten alles runterleiten und habe dann nebeneinander zwei gleiche Leitungen. Mit jeweils 600 drin, weil 20 mal 30, 600. Boah, habe ich im Kopf hingekriegt. Hat mir doch wieder keiner von euch zugetraut, oder? Und jetzt seid wenigstens ehrlich. Ich kann das verstehen. So. Damit haben wir das hier stehen. Das ist die Seite. Auf der Seite machen wir gleich was anderes. Jetzt gehen wir einmal hin. Wir haben aber ordentlich Zeug hier in der Tasche. Auch wenn das nicht so schnell sein muss. Jetzt die Frage, ziehe ich erst die Stromleitung? Wobei, die machen erst dann Sinn, wenn ich oben auch einen Deckel drauf habe. Nee. Aber jetzt falle ich halt wieder runter. Wäre halt praktisch, wenn ich die erste Runde schon mal fertig hätte. So, hier soll noch einer hin. Nee, da soll einer hin. Du sollst da rein. Nee. Nee. Sag mal, da hin. Ich habe mal. Du stehst falsch. So, da dran, da dran. Wie viele haben wir noch? Nicht mehr so viel. Ups, das war ein bisschen sehr schnell. Das ist auch gut, dass ich überhaupt nicht drauf geachtet habe, in welche Richtung die Dinger laufen, aber es scheint geklappt zu haben. Es läuft alles in die richtige Richtung. So. Müsste doch jetzt irgendwo Strom kommen. Da. Okay. Das hätten wir. Das läuft dahin. Da wird es dann rausgehen und hier käme von oben. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie. Na komm, dann machen wir eben eine Säule. Mittig. Ist die Höhe gut genug? Gut, mittig will ich das aber jetzt nicht. Weil damit würde ich das alles verschieben. Nee, das funktioniert nicht. Wenn wir einen weitergehen, ist ja kein Problem. Eins. Ist die Höhe gut? Ist sie. So. Hier drauf. Nee, nicht so. Okay. Dahin. Dann machen wir. Den Spaß so, so. Da drüben hin. Da drüben hin. Dann warten wir eben das Autosave ab. Okay. Also was ich da unten vorhabe, ist eigentlich... Macht das Sinn oder mache ich das anders? Nee, das mache ich so. Oh, da muss ich sowieso gucken. Ich muss ja zwei Sachen da reinfahren. Da habe ich schon wieder vollkommen vergessen. Ah, geht trotzdem. Geht das trotzdem? Okay, das finden wir gleich heraus. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das schön machen kann.
So, wenn ich das richtig im Kopf habe, müssten jetzt unten noch drei dazukommen, oder? Wenn ich hier runter gucke. Eins, zwei, drei. Eins. Zwei. Drei. Richtig? Richtig. Sehr gut. So wollte ich das haben. So. Und wir setzen uns hier vorne direkt Logistik. Setzen wir uns da einen Fusionator hin oder kommt da was anderes hin? Splitter wäre halt Quatsch, weil brauche ich ja eigentlich gar nicht. Was da hinkommt? Ah, genau. Das machen wir jetzt so. Denn wir sagen einfach von hier aus. Okay, hier vorne geht der Kollege einen hoch. Hier. Dahin. Und dahin. So, das hier ist unser Ausgang. Jetzt brauchen wir so ein Apparello hier. Hier einmal so hinstellen, danke. Jetzt ist das. Vorne musste. Ja. So. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und da haben wir die 10. Andere Seite hin. So. Zwei. Drei. Keine Kabel mehr. Einmal hier rüber. Wo habe ich den Kabel? Da habe ich Kabel. Und zurück. Und dahin. Sehr gut. Jetzt haben wir die Fusionatoren wieder. Die müssen aber, da muss ich diesmal aufpassen. Einer dahin. Und einer dahin. So. Okay, ab da wird's jetzt kriminell. Okay, weiter komme ich nicht. Absturz. Ups. Manchmal kann der auch gut springen, hier der Kollege. Zack, zack. Na, kommst du. So. Dahin, dahin. Dahin und dahin. Okay, jetzt machen wir das anders. Wir packen eben Deckel drauf. Glaubst du? Ja. So. Und suchen. Hier hin und dann so, so. Ja, wir können ja hier vorsichtshalber einfach erstmal nur die Mitte machen. So, weil hier hinten kommen jetzt noch drei hin. Und dann geht's einmal hier runter.
Dann schnappen wir uns den Strom von da vorne und sagen, wir hätten ihn gerne. Da ist Stromleitung. Zack. Wir hätten den gerne da mittig an der Wand. Oh nee, wir hätten den gerne da mittig an der Decke. Oder mache ich. Nee, den mache ich eh wieder raus. Wir hätten den gerne hier vorne mittig an der Decke. So. Von da aus geht das auch hier mittig an der Decke. So. Denn. Das wollen wir weg haben. Dich. Zack. Bis ganz unten, bitte. Ja. So. Dich wollen wir weg haben. Und ihr steht da auch freischwebend. So. So soll das nämlich aussehen. Dann geht das da einmal durch die Decke. Das kann man noch schöner machen. So. Dann haben wir hier. Mittig zwischen zwei Maschinen würde bedeuten, ich muss das immer so ein bisschen dahin. Dahin. Ja. Ungefähr dahin. Sagen wir mal dahin. Nehmen wir mal an, das wäre hier. Versuchen wir unser Glück mal mit da. Überlegen wir, ob das passen könnte. Entscheiden uns für den. Nehmen hier selbigen. Und packen dort. Ja, komm, den setzen wir wenigstens da drauf. Dahin. Dahin, hier oben muss ich noch die Einstellung einfügen. Geht das noch? Jo, geht mal. Das ist sehr gut. Und der ist schon nicht mehr. Okay. So. Die Einstellung machen wir gleich. Das hier wird auch viel zu viel Schwarzpulver. Für das, was wir vorhaben. Oder für das bisschen, was wir vorhaben. Da können wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie ein modulares Konzept hinkriege. Aber das werden wir schon schaffen. Hatte kurzzeitig die Überlegung, zumindest so Stangen, die man ja für Rebars braucht, von hinten von unserem Kraftwerk hier hinzuführen, weil da ist ja noch schon eine schöne Fabrik dafür. Aber ich glaube, da werde ich quasi drauf verzichten und werde da unten irgendwo ist auch Eisen. Gucken, ob ich das hier hochbringen kann. Oder hier oben irgendwo ist Eisen. Müssen wir mal schauen. Je nachdem, was wir da haben. So, da raus. Zack, 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 zack. Nee, nicht abreißen. Einfügen. Wir dann hier vielleicht auch nochmal entsprechend was produzieren können. Damit wir die Dinger dann auch direkt hier haben. So, weiter. Da müsste ja sowieso schon drin sein, aber vorsichtshalber. Okay. Nein. Nee. Jetzt hier rein. Da rein. So. Also das wäre noch so eine Überlegung. Problem wird bei manchen Sachen, also vom von der Kohle her habe ich hier genug, um Stahl zu machen. Das heißt, ich könnte wirklich so ziemlich alles hier oben hinpacken. Einzige, was ich irgendwann mal reinbringen müsste, wäre halt
irgendwelche, wie heißen sie, für die Gas-Nobelisten, da müsste ich halt die Biomasse reinbringen. Aber die muss ich ja sowieso immer manuell farmen. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, dafür wirklich eine Produktion hier hinzusetzen. Vor allem ist die Frage, wie oft ich die dann nutzen werde. Das ist allgemein hier eine Frage, die sich mir stellt. So, jetzt geht das alles schön mit da unten. Das ist doch so. Das heißt, die obere Seite ist soweit fertig. Okay. Dann machen wir den Anschluss jetzt doch hier eben fertig. Und wir setzen uns wieder relativ mittig. Also, da bin ich mir noch unschlüssig, ob ich das mache. Was wir noch reinbringen müssten, wäre dann nachher, wenn wir ihn dann mal haben, der Atomkram. Ist halt auch die Frage, wo packen wir uns überhaupt das Atomkraftwerk hin? Wird natürlich irgendwie Sinn machen, das in der Nähe von den Uranquellen zu machen. Quellen ist irgendwie das falsche Wort dafür. Also von den Ressourcenknoten da. Ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich wisst ihr mehr, was ich meine, als ich weiß, was ich meine. So. Ja, sehr gut. Das hätten wir. Müssen wir gleich mal, wenn ich die hier angeschlossen habe, gucken wir mal eben auf die Karte, wo wir das hin machen. Ich versuche ja jetzt wenigstens ein bisschen vorauszuplanen. Nein. Den müssen wir gleich wieder abreißen. Okay. So. Kommst du? Ja. Da mal. Da. Weil das ist quasi, wenn wir das hier haben, wäre das das nächste Projekt, das wir irgendwie in Angriff nehmen müssen. Oder sollten. Aber ich glaube, ich... Pass auf, wir machen Folgendes. Wenn wir das hier fertig haben, gehen wir hin und machen die Space Elevator Parts. Alles, was wir bis dahin machen können. Was halt noch fehlt, ist die Nuclear Pasta. Die können wir am Ende noch nicht machen, weil... Wir können das soweit einrichten, aber da kriegen wir halt noch nichts raus. Aber so die ganzen Zwischenprodukte, die sollen noch schon mal langsam loslegen. So. Jetzt geht es darum, wie machen wir das hier? Ich ziehe überall so ein Ding hin. Ja, mit den... Genau, so machen wir das. Dann hier hin, hier. So, wir probieren das erstmal hier aus. Logistik. Splitter. Von da soll der Spaß reinkommen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, wie wir da rangehen können. Nee, das ist keine Möglichkeit, wie wir da rangehen können. Okay. Wir machen das anders. Wir setzen die hier auf die Seite, genau. Dann kommt hier zwei hoch. Ne, der untere soll weg. So wollen wir das machen. Genau. Dann geht's. Das da rein und du kommst so runter. Gleichzeitig geht aber hier einer hoch auf diese Höhe und der geht auf die gleiche Höhe daneben und dann läuft der Spaß nämlich da rein und da rein.
So soll das aussehen. Dann würde ich nämlich hier Kohle und Dings reinschmeißen. Das heißt nämlich auch, dass ich hier vorne an die Kante den Kollegen setze. Du gehst einmal dahin und du gehst einmal dahin. Guck mal, wir könnten schon mal die... Das müssen wir nämlich auch noch machen. Da machen wir uns... Hier drunter. Das ist die Mitte. Setzen wir uns wunderbar zwei Splitter. Und zwar genau mittig. So. Das ist der hier vorne hin. Ja, ziemlich vorne hin, genau. Und da ist der zweite. Der erste. Machen wir das. Oh, können wir? Das müssen wir ausprobieren. Kriegen wir dich hier rüber geleitet? Weil dann wäre das wäre halt mega. Oh, wie gut das ist. Du gehst dorthin. Und du gehst dorthin. Das wird bedeuten, der geht da dran, der geht da dran. Das gleiche müssen wir dann auf der anderen Seite spiegeln. Ja, ist alles ein bisschen, geht nach oben und so, aber das, darum geht's nicht. So, wenn ich nämlich jetzt dich nehme und da reinsetze und dich da vorne. Oh, habe ich dich falsch rumgesetzt. Verdammte Scheiße. Komm her. Bitte oben drauf. Da hätten wir gerne den Eingang. Da kommt jetzt der Kollege hin. Bam. Und von da aus gehst du da rein. Jetzt müssten die beiden Kollegen auch schon direkt anfangen. Optimal, da kommt was. Und hier vorne hin. Und das. Wow. Ich weiß noch nicht mal, wo das hier so aufblitzt. Egal. Machen wir. Nee, da bin ich falsch. So. Kriegen wir das hier? Ne, das kriegen wir hier nicht so hingesetzt, wie ich das möchte. Das ist so schön. Da haben wir den. Kriegen wir. Machen wir so. Kein Problem. Da einen hin. Und dort einen hin. Ist das die richtige Höhe? Oder müssen wir noch einen draufsetzen? Wenn einen drauf geht, wieder hoch. Aber egal. Zack. Zack. So. Ja, das ist das Prinzip, das ich hier gerne fahren möchte. Ja, das steht hier jetzt direkt an, alles kein Thema. Die Maschinen gehen jetzt langsam voll. Das heißt, wir ziehen den Spaß jetzt hier so weiter. Ich mach erst die ganzen unteren. Weil da muss ich ja immer direkt zwei setzen.
Dahin. Dahin. Und dahin. So, jetzt beim oberen aufpassen, dass der auch immer den Eingang richtig hat. Jetzt ein schönes Hin und Her, weil erst das ziehen, dann jenes ziehen, dann das ziehen, dann jenes ziehen. Okay. Das heißt, was ich machen kann, ist schon mal hier oben den Spaß langziehen. Nein. Ich sagte hier oben. Oben. Danke. So. Von oben runter. Geht's dann schon mal rein. Da läuft dann schon mal alles. So, hier können wir die unteren reinlaufen lassen. Wenn wir da hinten sind, ziehen wir uns den ganzen Kram. Erstmal, genau, löschen wir erstmal hier ein bisschen was. Dann nehme ich den weg und so weiter. Daran ist, die Seite läuft dann erstmal so langsam voll. So. Und jetzt können wir von da, da rein. Darüber. Und so weiter. Haben wir das gleich alles schön hingekriegt. Dann ist nämlich... Da brauchen wir schon gar nichts mehr. Du Baum musst leider gehen. Tschüss. Du bist mir im Weg. Danke. Da. So, jetzt ist eigentlich nur noch angesagt. Nee, das mache ich von vorne. Ich glaube, da kriege ich das besser gepeilt mit den Höhen. So. Die ziehen wir schön hoch. Meine Spaß dann nämlich oben haben. Müssen wir das nur noch einmal rüberlegen. Dann haben wir zwei Reihen angeschlossen. Und dann ist auch, ich glaube, ganz gut für heute. Ich mache den Rest. Ne, die andere Seite müsst ihr euch dann ja nicht auch nochmal angucken. Das mache ich da fertig. Und ihr wisst dann, wie das funktioniert hat. Wie gesagt, das läuft hier so langsam voll. Wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe, ist das auch genau richtig von den Mengen her. Da kommen 600 Schwefel, 600 Kohle, müsste reichen. So, wo habe ich den einen Versatz drin? Da habe ich den Versatz drin. Dann nehmen wir die nochmal weg. Du bleibst bitte stehen. Du weg. Du weg. Okay, so, nochmal. Irgendwo verkackt haben. Ja, Perspektive ist manchmal etwas Blödes. So, rein, rein,
Dahin, dahin. So viel zum Thema auch auf die Karte gucken. Das machen wir halt beim nächsten Mal. Dorthin. Dort. Jetzt hätten wir auch eine Seite hiervon, die wir komplett für wir bringen es zurück ins Lager oder sonst irgendwas nutzen können. Von mir aus diese hier. Die andere ist komplett für wir verarbeiten es weiter. Aber das, meine Freunde, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen. Tschüss.